Herzlich willkommen zurück bei Secret of Evermore. So, wir sind im Dunkelwald angekommen. Und ja, wer diesen Wald kennt, der weiß ganz genau, wovon ich spreche. 100 Goldmünzen, wow. Ja. Ich muss zugeben, ich habe mir für den Wald eine Karte besorgt. Und wir werden uns jetzt als allererstes... Ach, der Hund schnüffelt den nächsten Weg. Nicht weitergehen, ja. Theoretisch hat er recht, weil wir bewegen uns in die falsche Richtung. Wenn wir denn nicht den Zauber wollen. Und ich werde mir jetzt als erstes den Zauber besorgen. Wow. Dann muss ich den mal eben töten. Vielleicht kriege ich ja nochmal 100 Gold. Nö. So. So. Und jetzt geht's nach rechts. Hier. Ah, gucken, was er sagt. Campen Sie an den schönen Ufern des Blutflusses. Okay. So. Jetzt geht's nach unten. Und. Jetzt geht's nach links und dann nur noch runter. Und nochmal nach unten. Und jetzt nochmal nach links. Oder jetzt nach links. Und da sollten wir auf den Jungen treffen. Und den sollten wir eigentlich kennen. Entweder bist du bescheuert oder sehr mutig. Es ist gefährlich hier. Sorry. Aber dies hier ist eine Sackgasse. Sie führt ins Nichts. Hör zu. Weil du gerade hier bist, werde ich dir eine Formel verraten. Sie heißt Frischzellen. Setz sie ein, bevor du alle Kraftpunkte verlierst. Du wirst dann deine alte Stärke wiedererlangen. Nicht schlecht, oder? Das ist in der Tat nicht schlecht. Guck mal, ich brauche wieder eine Feder dafür. Frischzellen heilt mich. Ich habe Krafthauch, habe ich ja auch. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Gibt es etwas, was ich gar nicht brauche? Ja. Die Heilaura heilt alle Krankheiten. Man wird so selten vergiftet, ne? Und meistens ist es eh nicht schlimm. Ich mach das mal raus und gib mir mal Frischzellen. Ich weiß, ich brauche die teure Feder dafür. Oh. Ach, bei ihm kostet das auch 1000. So, aber Lehm hat er auch nicht, ne? Pilz, Eisenerz, Öl, Ethanol. Feder kostet einfach mal 1000, Alter. Das ist so krass. Fünf Federn. Nee. Nö. Nein, nein. Guti. Dann haben wir jetzt den Zauber Frischzellen. Wie viele Federn habe ich eigentlich? Kann er mal kurz gucken. Hadesgranaten 6-mal und Frischzellen auch 6-mal. Ja, es liegt an den Federn. Ich habe nur 6 Federn. So, jetzt muss ich den gleichen Weg wieder zurücklaufen. Ja, Hund kann hier schön killen. Das gibt Gold. Autsch. Ich gucke auf die Karte. So. Und wieder hoch. Und wieder nach links. Autsch. Ich weiß noch, wie ich hier damals so ewig rumgeirrt bin als Kind. 100 Goldmünzen.
Ich habe hier, ja, alle meine Leben verloren. Ich bin hier so lange rumgelaufen. Ich konnte nicht mehr. Nebenbei habe ich natürlich gelevelt und wollte dann meinen Fortschritt einfach nur noch speichern. Aber nicht mal mehr dazu bin ich gekommen. Oh, guck, jetzt habe ich mich schon verlaufen. Gibt's hier wenigstens was? Hund. Federn wären nicht schlecht. Ja, komm, zeig mir mal. Gibt's nichts. Ja. Ach so, da musste ich. Ja, ich habe alles verloren und bin dann vielleicht irgendwann rausgefunden. Und am Ende beginnt ja ein Bosskampf. So, jetzt bin ich wieder draußen. Einmal speichern. Ich speichere mal einen tiefer. So. Ja, am Ende beginnt ein Bosskampf. Und da bin ich dann angekommen und hatte einfach gar nichts mehr übrig und habe den Kampf dann verloren. Und durfte dann den ganzen Weg wieder durch den Wald laufen. Wenn das einer kennt, ja, schreibt es mir in die Kommentare. Würde mich interessieren, ob es euch genauso ging. Na komm, den mache ich jetzt platt. Der hat schon so viel Leben verloren. Kleiner Mini-Drache. Komm schon, Hund. Boah, der ist so nervig. Wollte ich ihn schon in der Falle locken? Hund? Oh. Soll ich meine Waffe aufladen? Wird eh nicht treffen, oder? Jetzt ist er weg. So, wo hat er mich jetzt hingehauen? Ich muss kurz gucken. Gut, jetzt ist es im Prinzip egal. Ich gehe mal nach rechts. Ah, sehr gut. Jetzt runter und links. So, jetzt kann ich mich erstmal nicht mehr verlaufen. Runter. Autsch. Runter. Rechts. Lasko erreicht Level 8. Ich level nebenbei. Ist doch super. So, und jetzt. Nach links. Dann wieder runter. Und jetzt muss ich unbedingt nach rechts, sonst laufe ich in eine Sackgasse. Sieht gut aus. Jetzt nach rechts. Jetzt runter und rechts. Und dann bin ich da. Autsch. So. Bosskampf. Ich weiß nicht, ob ich den schaffe, ohne zu zaubern. Niemand überquert die Brücke der Morph-Kopierer-Zwilling. Guck mal. Jedenfalls nicht, ohne sein Leben zu verlieren. Hier, mein Double, ey. Voll geil. Als ich das erste Mal gesehen habe, fand ich das Hammer. Kann der auch zaubern? Ich hoffe nicht. Weiß das alles nicht mehr. Uiuiui. Will mich jedenfalls nicht von ihm treffen lassen. Ah, ich habe mich nicht aufgeladen.
Der kann sicher. Der kann zaubern. Der Sack. Und das hat nicht wenig Schaden gemacht. Ausgewichen ist er. Supersog erreicht Level 1. Ha! Besiegt. Orkantornado. Oh oh. Was? Zur Hölle? Wie viel Schaden? Oh, kann ich nicht nochmal machen. Ich glaube, ich muss mal hier ein bisschen zaubern. Weil das ist ja ein bisschen heftig, was der da gerade für einen Schaden gemacht hat. Oh, er zaubert auch. Dann gebe ich uns beiden mal. Oh, shit, der macht immer. Kann ich das? Guck mal, ich bekomme trotzdem Schaden. Na komm, zwei müssen reichen. Puh, ich sollte gerade noch Schaden kriegen. Excalibur erhalten. Das Schwert hat der gerade getragen. Hier, wie viel Schaden macht das Schwert? Guck mal, das macht 30 und der Speer macht 20. Das war jetzt nicht der Speer, aber der Speer hier, den ich aufladen kann, der macht 20. Ne? Wow, ich habe den Kampf... Oh, jetzt habe ich viel... Ich lese gleich nochmal. Speichern. Wow, ich habe den Kampf beobachtet. Du bist stark. Du bist viel stärker als dein anderes Ich. Ich kann es zwar nicht verstehen, aber ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ich habe gerade da... Ich speichere da nochmal. Dann habe ich jetzt alles voll. So, jetzt sind wir wieder im Wald. Wie viel Schaden macht denn das Schwert hier, wenn ich ganz normal 100% auflade? Wenn ich mal treffen würde. Ah, auch nicht viel mehr, guck. So, Moment. Und zwar habe ich ja in der letzten Folge, nee, in der vorletzten Folge, ja, aus dem Brunnen diesen Oglin geholt. Und ich soll wohl jetzt diesen Oglin finden können. Und der gibt mir was. Das will ich haben. Weiß gar nicht, ob ich das früher auch schon gemacht oder gefunden habe. Hoch. Rechts. Nochmal rechts. Hatsch. So, hier müsste der jetzt sein. Da ist er doch. Hi. Hi, hi. Deine Güte ist bewundernswert. Mich aus dem Brunnen zu retten war eine gute Tat. Du hättest mich dort auch verenden lassen können. Nimm dieses Geschenk als Zeichen meiner Anerkennung. Drachenmünze erhalten. Leute. Ich glaube, ich habe das früher nicht gemacht.
Drachenmünze erhöht die magischen Abwehrkräfte des Besitzers. Das heißt, ich werde jetzt kriege jetzt weniger Schaden durch feindliche Zauber. Und das ist extrem gut. Sagt er noch was? Wir werden uns wiedersehen. Bin ich mal gespannt. So, und jetzt wird gleich noch ein Bosskampf kommen. Ich hoffe, ich habe genug Zauber. Der wird nämlich nicht ohne sein. Und schon mal meinen Speer wieder. Den kann ich zumindest werfen. Wo ist er? Wie weit muss ich den eigentlich noch leveln? Ne, das sieht man bei Level, ne? Da. 285, ja, so viel ist es nicht mehr. Ich überlege, dass ich früher noch im ersten Level den Speer so weit gelevelt habe. Autsch. So, Bosskampf. Ein Drache. Wie viele Schlammbomben? Ich habe nur noch 4 Schlammbomben. Guck mal, eine Schlammbombe macht 232 Schaden. Kann ich jetzt nichts machen. Guck mal, das gleiche Geräusch wie... Oh, er macht Feuerball auf mich. Wie viel Schaden? 73, obwohl ich jetzt die Drachenmünze habe. Das ist heftig. Hadesgranaten. Wollen wir die einmal machen? Kostet Federn, ne? Oh. Feuerball! Ah, jetzt... Ah, weil er es auf beide gemacht hat, macht es weniger Schaden. Hat der Hund jetzt Schaden gemacht und hat trotzdem... Nee. Ich würde sagen, seine Waffe ist immer noch aufgeladen. Ah, geben wir ihm mal eine Höllenfaust. Ah. Meine Waffe... Ich halte immer gedrückt, aber meine Waffe lädt sich nicht auf. Ne? Ah, der Hund macht das schon. Ah, er zaubert wieder. 66. Ach, guck. Der Hund, ey. 2000 Goldmünzen. Elfenbeinspeer erhalten. So, weiter geht's. So, hier kommen wir noch nicht durch. Dafür braucht man eine besondere Axt. Hat er daran geschnüffelt? Kann ich da was aufheben? Nee, ne? Da will mir wahrscheinlich nur signalisieren, dass man das kaputt machen kann. So, hier haben wir wieder eine Kanalisation. Das ist jetzt aber nicht die gleiche, in der wir schon mal waren. Sondern... Das ist die von der anderen Burg. Von der gegenüberliegenden Burg. Ah, nehmen wir mal wieder den Speer. Oh, guck mal, der neue Speer macht doppelt so viel Schaden. Da müsste man ja mal vergleichen hier. 97. Warte, da Elfenbeinspeer 40. Müsste man da mal gucken, wie viel Schaden jetzt so ein normaler 100% Schlag macht. Autsch. Wenn ich mal treffen würde. 53 mit einem normalen 100% Schlag. Schon gut.
Oh, da gibt's Truhen. Looten. Bestimmt mit irgendeinem Geheimweg. Hä? Ah. Die will ich natürlich haben, ne? Ja, da geht's nicht rein. Sehr gut, Hund. Autsch. So oft, wie ich nicht treffe, ne? Ist unglaublich. Oh. Honig. Das ist gut. Heilung. Geht's auch nicht rein. Guck mal hier. Geht's auch nicht rein. Ach, guckt an. Habe ich den richtigen Weg gefunden. Elfenstaub. Du hast genug Asche. Schade. Ja, aber da waren doch noch andere Truhen. Zu denen wollte ich ja gar nicht. Na denn? Da war doch noch einer mit drei... Oh, guck mal. Mit drei Truhen, ne? Guck, jetzt bin ich da, wo ich hin wollte. Ethanol, Wasser, zwei Eicheln. Hätten ruhig mal Federn drin sein können. Aber so krasse Geheimwege eigentlich nur für Materialien, die man sich kaufen kann, ne? Also ist jetzt nicht immer so, dass wenn man einen Geheimweg findet, dass da irgendwas super Besonderes ist, ne? So, ich dachte, unten rechts wäre der Ausgang. Vielleicht oben rechts. Ja, die bekomme ich noch nicht kaputt, auch nicht mit dem neuen Elfenbeinspeer. Autsch. Von hier komme ich, oder? Ah, guck mal. Daneben an ist auf jeden Fall eine Tür. Das heißt, ich muss nach oben links irgendwie. Tja, so ist das nämlich, wenn ich keine Karte vor Augen habe. Guck mal, hier war ich schon mal. Hier geht's nicht hoch. Hier war der Geheimweg. So, jetzt muss es hier doch... Ich bin aber auch der Meinung, dass ich hier oben auch schon hoch gelaufen bin. Hm.
So, hier muss ich doch jetzt zur Tür kommen. Haha. So, jetzt sind wir hier wieder im Verlies. Aber... Guck mal, hier sind neue Gegner. Das ist nicht das gleiche Verlies. Raptor. Ich bin so schlecht. Bin so schlecht. 47. Sehr gut. Wo ist der zweite? Ach, da gibt's wieder den, ne? Da ist der Raptor. Da steht er. Weißt du was? Ich nehme mal nochmal den anderen. Den kann ich wenigstens aufladen. Der Raptor steht da und bewegt sich nicht mehr. Ja, genau jetzt bewegt er sich. Ah, Lasko ist Level gestiegen. Sehr cool. Ah, trotzdem noch getroffen. So, dann gehen wir mal hier hoch. Verschlossen. Oh. Dann muss ich doch wohl wieder hier irgendwo durch so eine Geheimtür. Welche war denn das? Die hier, ne? Nein. Okay. Ah. Die wahrscheinlich. Ja. Mhm. Ja, seht mal, das ist jetzt die andere Stadt. Hier geht's nicht weiter. Ist auch eine andere Melodie. Auch eine sehr schöne Melodie. In Store. Jetzt warte mal. Kann man hier nebenan rein? Nee, ne? Nee. Ja, dann habe ich tatsächlich den Zauber verpasst. Aber ich werde mal hier speichern auf jeden Fall. Ich kann nicht speichern. Oh, eine sehr lustige Szene für den ein oder anderen Kenner. Wen haben wir denn hier? Du bist weder aus Chaosturm noch aus Terrorfels. Richtig. Ich bin aus Großostheim. Großostheim? Was für ein seltsamer Name. Ist dir mein Name bekannt? Mein Name ist Snowfla. Kennst du meinen Sieg über Alphons? Natürlich. Nun hab ich mich mit meiner Frau Rosi in Terrorfels niedergelassen. Hä? Also ganz ehrlich, mir kommt die Story gerade ein bisschen anders in Erinnerung. Gehören diese ganzen Rüstungen dir?
Ja, ich handel damit. Ich verkaufe Waren, die ich in all den Jahren erstanden habe. Man kann davon leben, aber das Geschäft geht zurück. Das hängt damit zusammen, dass die meisten Leute nach Chaosturm gingen. Warum bist du nicht auch schon dort? Warum sollte ich? Dies ist meine Heimat. Ich gehöre hierher. Du scheinst in Ordnung zu sein, aber du bist schlecht ausgerüstet. Lass mich dich einkleiden. Da du auch Abenteurer bist, fühle ich mich dir verbunden. Ich mache dir ein Sonnenangebot. Wie kann ich dir helfen? Also, ich habe das so in Erinnerung, dass das Cecile war. Aus der Final Fantasy Reihe. Vielleicht ist es auch nur auf Englisch so. So, Silberhalsband habe ich schon. Ritterhelm, Neonweste, Drachenklaue. Ey, wenn 5 Federn 1000 Gold kosten, dann gönne ich mir das jetzt einfach mal. Nimm diese prächtige Waffe als Geschenk von mir an. Bazooka erhalten. Kriegt man die nicht woanders eigentlich? Donnergranaten erhalten. Jo, jetzt habe ich die Bazooka. Vom Anfang. So, jetzt pass mal auf hier. Goldrüstung? 73. Alter! Da war ich aber echt schlecht ausgerüstet. Verkaufen. So, sonst konnte er mir nichts, ne? Nee. So. Das war jetzt der Store. Speichern kann ich wohl immer noch nicht. Geheimweg. Nein. Anscheinend nicht. So, die Frau habe ich im letzten Gebäude gesucht. Der Alchemiehandel wird mir zu stressig. Ich werde mich zur Ruhe setzen. Du bist süß, Kleiner. Lass mich dir eine Formel geben. Du benötigst eine Eichel und 2 Tropfen Wasser. Etappenkraft. Das ist auch ein Zauber, der mich heilt, ne? Aber alles braucht Wasser, ne? Und immer wenn man 2 von einer Sorte braucht, kann man maximal 50 oder sagen wir mal 49 Zauber insgesamt davon haben, ne? Oh ja. Lehm. Die hat Lehm. Wie geil. Wasser, wie gesagt, braucht man voll oft. Und Wachs für den Hitzeblitz, ne? Oh, ich kann wieder... Oh, jetzt kaufe ich auch mal ein paar Eicheln. Weiß gar nicht, ob ich die brauche. Schauen wir mal. 95! Ich würde wirklich gern speichern, aber ich befürchte, jetzt kommt gleich erstmal noch ein Bosskampf. Also genau das Gegenteil, ne? Wasser gefunden, oh Gott. Ethanol. Kristall. Ja, warum sage ich Kristall? Weil ich brauche Kristall und Lehm für die Schlammbombe. Da ist nix. Ja, ich befürchte, es kommt ein Bosskampf, noch bevor ich speichern kann. Also hier sieht es nicht danach aus, als wenn ich speichern könnte.
Nee, also in den Höhlen kenne ich mich nicht aus. Ich weiß aber, hier kommt jetzt ein Bosskampf. Hadesgranaten. Frischzellen. Ist das so ein Heal over Time? Mal gucken wir erstmal nochmal hier. Ach, das sieht alles so doof aus, ne? Wo man nichts sieht. Oh, guck mal. Federn? Ah ja, nehme ich mit. Na schade, speichern wäre schöner gewesen. Na, dann wünsche mir mal Glück. Ich bin Rathos, der König der Ratten. Ich besetze diese Burg im Namen aller pestverbreitenden Nager auf der Erde. Macht euer Testament. Hä, wieso kann ich nicht mehr schießen? Na denn, mache ich erstmal Frischzellen. Ach, kann ich nur auf den Jungen? Oh, der Hund ist. Oha, hoffentlich ist es nicht zu stark. Boah, der. Die heilt. Okay, das ist kein Heal-Overtime. So, denn. Schlammbombe, Leute. Tausendfünfhundert. Guck, jetzt habe ich keinen Schaden bekommen. Der Hund steht auch da und weiß gar nicht, was er machen soll. Ach, schon besiegt. Fünftausend Goldmünzen gefunden. Erhalten wäre, glaube ich, besseres Wort gewesen, ne? So. Wow, diese Burg sieht genau wie die andere aus, nur nicht ganz so sauber. Hui, halt, stopp, warte. Jetzt ganz witzig, auf Englisch steht da auch halt, stopp, wait. Finde ich lustig. Vielleicht soll das einen Deutschen oder so darstellen. Keine Ahnung. Wer bist du? Was willst du hier? Ich bin Antares und der Hund heißt Lasko. Wir wurden von der Königin vom Chaosturm gesandt. Wir sollen die Zugbrücke öffnen. Die Hexe hat euch geschickt. Ihr sollt die Zugbrücke öffnen. Pah! Das könnte ihr so passen. Das kann ich nicht zulassen. Bitte, bevor du etwas unternimmst, muss ich dir etwas zeigen. Es gibt hier jemanden, den du treffen solltest. Oh ja. Vielleicht kann sich der ein oder andere, der jetzt tatsächlich die Videos mit angeguckt hat, die Folgen, die Story mitverfolgt hat, vielleicht kann sich der ein oder andere ungefähr denken, was jetzt passiert. Folge den Stufen und sprich mit der Königin. Königin, was tust du hier? Du kennst mich? Klar, im Chaosturm. Erinnerst du dich nicht? Nein, du hast mit der Hexe, meinem bösen Ich, gesprochen. Wow. Das mit dem bösen Ich erinnert mich stark an die Erben des Phönix. Erst war es Feuerauge, Zora und ihr böses Ich, dann Hektor und jetzt du. Zora? Hektor? Du hast auch sie getroffen. Bist du auch aus Großostheim? Ja, dort komme ich her.
Dann warst du auch in das Experiment verwickelt. Ja, genau. Und dann lief irgendwas schief? Richtig, seitdem bin ich hier. Es war gar nicht übel hier, bis vor einigen Monaten. Dann tauchte mein böses Ich auf, sperrte mich ein und übernahm die Burg. Damit nicht genug, sie hypnotisierte den König durch ein böses Puppenspiel. Da ist also der König. Seitdem starrt er nur noch gebannt auf die Puppen und ist zu keiner Handlung mehr fähig. Als ich mich befreit hatte, war die neue Burg bereits gebaut. Wie du siehst, sind nur wenige in Terrorfels geblieben. Sie wollte uns also nur ausnutzen. Ich sollte die Brücke öffnen und sie hätte Terrorfels erobert. So eine Gemeinheit. Dennoch, es wird ihr früher oder später gelingen, die Burg zu stürmen. Hört zu, ich glaube, Dr. Gallenstein kann euch helfen, zurückzukehren. Doch zunächst müssen wir die Hexe vernichten. Wir sollten alle Tore schließen und zum Chaosturm zurückkehren, um zu verhindern, dass sie Terrorfeld stürmen. Das hört sich gut an, die Hexe muss gestoppt werden, damit wieder Frieden einkehrt. Wenn du meine Hilfe brauchst, zögere nicht, eine Zauberperle zu benutzen. Bevor du gehst, solltest du mit Dr. Gallenstein sprechen, er ist im Ostflügel. Er wird dir auf deiner Reise behilflich sein. Du bist okay, Königin Fettamsel. Bitte nenn mich Gunilla. So, Leute. Das hier ist die richtige Königin. Die andere, ne, diesmal ist es genau umgekehrt. Wir haben zuerst... Oh Gott. Wow, coole Fenster. Die Bilder wirken richtig echt. Es muss eine optische Täuschung sein. Was ist los, Lasko? Was hast du? Ja, auch das habe ich wieder vergessen. Und ich habe immer noch nicht gespeichert. Ich treffe einfach nicht mehr. Bis ich mal getroffen habe, hat der Hund alles gekillt. Öle gefunden. Ja, nehme ich mit. Ach, jetzt sind zwei. Mein Schaden reicht natürlich nicht, um ihn zu killen. Wow. Das waren die Typen aus den Fenstern. Hallo, mein Freund. Wie ich sehe, konntest du meine kleine Sicherheitsvorkehrung in der Vorhalle meistern. Nun, es wird Zeit, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Gallenstein. Ich befasse mich mit den Wissenschaften, mit Erfindungen, Alchemie und Formeln. Vielleicht Gallenstein, vielleicht deswegen irgendwie Einstein oder so, deswegen dieses Halt-Stopp oder so. Ich vermute, Gunilla hat dir über ihr böses Ich im Chaosturm berichtet. Yeah, wir haben schon einige dieser Doppelgänger kennengelernt. Oh, du hast den gleichen Akzent wie unsere Königin. Ja, wir kommen aus der gleichen Stadt. Dort fand ich ein altes Haus. Lasko war einer Katze ins Innere gefolgt und ich ging hinterher. Als er die Katze gefressen hatte, fand ich in einem alten Laboratorium eine seltsame Maschine, die komische Geräusche von sich gab. Diese Maschine brachte uns in ein anderes Labor, das sich in einer Raumstation befand. Das war vielleicht ein Trip, Mann. Naja, wir trafen dort zwei Leute. Der eine war Dr. Igor Seltsam, der andere sah aus, als könnte er sein Butler sein. Was dann passierte, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall landeten wir in Evermore. Und bis heute sind wir hier nicht weggekommen. Ich glaube, ich weiß, von welchem Ort du sprichst. Ich habe ihn durch das Teleskop gesehen. Wenn du zurück nach Groß-Ostheim willst, solltest du dich an diesen Ort begeben. Ich kann dir sagen, wie du dorthin kommst, aber zunächst müssen wir das böse Ich der Königin vernichten.
Gunilla hat mich gebeten, ihr zu helfen und ihr böses Ich zu stoppen. Gute Idee. Das böse Ich hackt sicher etwas aus. Wir sollten uns beeilen. Riskier einen Blick. Ich habe Anweisungen von ganz oben, Fagotius. Wir müssen eine Apparatur finden, die Energie ausstrahlt. Sie befindet sich im Königreich, doch niemand weiß, wo genau sie zu finden ist. Ich wurde beauftragt, alles zu tun, um das Teil zu bekommen. Selbst wenn ich jeden Quadratmeter umgraben muss, Meter für Meter. Aber Hoheit, werden die Bürger nicht Verdacht schöpfen? Mich kümmert nicht, was das tumbe Volk denkt. Los jetzt, lass uns die Apparatur finden. Aha, das ist ihr Plan. Wir dürfen keine Zeit verlieren, wir müssen sie stoppen. Wir sollten nicht die Schachbrettebene überqueren, ihre Truppen warten dort. Du musst nach Norden zu meinem Bruder Nierenfels gehen, er wird dir helfen. Begib dich durch den Kerker und die Kanalisation nach draußen. Dort wirst du eine verbarrikadierte Passage finden. Mit meiner Axt kannst du dich dort durchschlagen. Du findest sie in meiner Schatztruhe. Möchtest du Zutaten kaufen? Asche, Ethanol, Eisenerz, Schwefel? Schwefel kann ich gebrauchen. Ich hab mal... Endlich mal wieder ordentlich Geld, ne? So, Eichel. Weiß gar nicht, ob ich Eisenerz brauche. Ethanol. Ja. Ja, bitte. Ah, komm zurück, wenn das böse Ich besiegt ist. Ich werde dir dann weiterhelfen. Ich habe gespeichert, Leute. Erinnert mich an eine Molly-Bombe. Fegefeuerformel gefunden. Ha! Fegefeuer, Eisenerz und Schwefel. Ja, ich habe Frischzellen, was eine Feder braucht. Und Hadesgranaten würde ich deswegen eh nicht benutzen. Hier, Etappenkraft ist auch geil. Fegefeuer... Eisenerz und Schwefel habe ich gerade gekauft. Ich nehme mal Etappenkraft mit. Klingt nach Bumm. So, Achtung. Hier gibt es jetzt... Ach! Explosionsformel gefunden. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Explosion. Explosion klingt auch gut, ne? Säureregen, dreimal Wasser. Ich mache jetzt Säureregen weg. Denk an die Zutaten. Streitaxt, das ist die Axt, mit der ich das Zeug kaputt kriege. Hier auch noch was? Nee, ne? So. So, Asche, Ethanol kaufe ich dann doch noch mal ein bisschen mehr. Eisenerz. So. Ja, ich speichere jetzt nochmal.
Soll ich musste jetzt zu seinem Bruder, hat er gesagt, ne? Im Norden. Ich sollte nach Norden gehen, hat er gesagt. Wir zählen auf dich. Geh zurück und vertreib das böse Ich. Inzwischen machen wir hier alle Luken dicht. Alles klar. Guck mal, hier ist das andere Bankett. Spiegelverkehrt die Burg, ne? Jetzt muss ich nach links. Zauberbälle. Guck mal, ich habe die so selten benutzt. Wie viel habe ich eigentlich? 20 Stück. Habe ich euch noch gar nicht gezeigt, was man hier alles kann. Hier, das ist jetzt die neue. Hector Lector. Zeitsprung, Blitzgenesung, Konfusion, Erste Hilfe. Und Zora. Die haben wir schon mal gesehen. So, hier gab's doch auch was. Hier, der hier. Hallo, ich bin Wolfi, der süßeste Boy in Terrorfels. Am liebsten spiele ich mit Puppen. Rate, wie viele Murmeln ich in der Hand habe und ich schenke dir was. Na, was meinst du? Ja, man bekommt hier eine Formel. Ich weiß nur nicht, ob was richtig ist. Oh Gott, leider falsch. Soll ich dir meine Briefmarkensammlung zeigen? Ah. Warte mal. Habe ich jetzt verkackt? Guck, jetzt ist er alt. Hallo, ich bin Wolfi, der süße Boy in Terrorfels. Am liebsten spiele ich mit Puppen. Da habe ich ja überhaupt keinen Bock drauf. Ich arbeite an einer Schönheitsformel. Ach, guck mal, jetzt habe ich keine Chance mehr, die Formel zu bekommen, ne? Kann das sein? Versuch's nochmal. Ist er wieder jung? Nee. Hätte ich mal 8 ausgewählt, ne? Ich dachte nur, der verarscht mich und hat gar keine. Guck, jetzt ist die Brücke heil. Eigentlich sollte ich doch nach Norden gehen, ne? Sollte doch gar nicht hier hingehen. Ja, vielleicht komme ich von da jetzt nach Norden. Passiert gar nichts. Ich dachte, hier passiert jetzt noch was. Ach, Mensch. Kann ich jetzt ohne Probleme hier rüberlaufen? Nee, jetzt ist die Seite kaputt. Oder gibt es zwei Schachfelder wahrscheinlich, oder? Weiß ich auch nicht.
So, wenn ich hier nicht hin soll. Wo soll ich dann hin? Nach Norden. Ich glaube, ich weiß. Ich muss wieder in die Kanalisation. Weil dort... da war doch dieses Zeug, was ich kaputt schlagen kann mit der Axt. Und das ist Norden. Ja. Genau. Aber wie komme ich jetzt dahin? Muss ich da jetzt wieder... so durch? Nee, ich kann doch bestimmt auch von hier aus dahin, oder nicht? Muss doch jetzt nicht wieder durch die ganze Stadt laufen, oder? Kann ich nicht hier durch? Muss wahrscheinlich wieder durch das Haus, oder was? Noch tiefer? Hier war das, oder? Ja. Und jetzt komme ich nicht in die Kanalisation, ne? Ich laufe völlig falsch. Wahrscheinlich. Nee, so falsch bin ich doch gar nicht. Mal fast bis zurück zum Wald. Hier hatte ich ja den Drachen besiegt. Hier, die Gegend erinnert an den Sumpf. Die Würmer erinnern auch an den ersten 87 mit einem normalen 100%. Wow. Autsch. Kann man darüber? Jetzt muss ich mich aber mal heilen, ne? Wie wär's denn mal hier mit Etappenkraft? Komm. Deine Wunden heilen.
Gut, man sieht jetzt keine Zahlen, aber unten links. Oh, runtergefallen. Das sieht richtig aus. Irgendwo musste man, glaube ich, auch runterfallen. Was? Wie viel Schaden mache ich denn mit einfach so zuschlagen, ey? Seht ihr die Statue? Das ist doch dieser. Krass, wie viel Schaden die Axt macht. Eichel? Ja, diese Etappenkraft ist nicht schlecht. Meine Leben füllen sich auf. Schon wieder runtergefallen. Nee, nee, ich muss irgendwo anders muss ich runterfallen. Guck mal, da unten ist eine Tür. Da will ich hin. Guck mal, jetzt mache ich keinen Schaden mehr. Genesung lässt nach. Das ist schade. Da, das sieht doch gut aus. Otsch. Ein Aufzug. Oben angekommen. Da ist er ja, der Gallenstein. Warte, stopp, halt. Spaß muss sein, aber es sollte dabei niemand verletzt werden. Vielen Dank. Hallo, ich bin Nierenfels. Ich sammle alle Arten von Schrott. Und mag Drachen. Das ist der Bruder von Gallenstein. Schau dir meinen Turm an. Er wird immer größer. Du wirst dich jetzt sicher fragen, warum ich so einen großen Turm baue. Bist du mit den Füßen auf der Erde nicht glücklich? Hast du nichts Besseres mit deiner Zeit anzufangen? Nun ehrlich gesagt, nein und nein. Ich bin ein Kind des Himmels und dort will ich hin. Wie meine Freunde, die Drachen. Was führte euch hierher? Wir hörten, dass dies der beste Weg zum Chaosturm ist. Oh, dort solltet ihr nicht hingehen. Die Königin mag freundlich wirken. Doch in Wirklichkeit ist sie eine Hexe. Das wissen wir und deshalb müssen wir hin. Der Hund hier und ich versuchen, sie von ihrem Vorhaben abzuhalten. Gallenstein erzählte uns, dass du den Weg zu ihr kennst. Gallenstein? Mein Bruder Gallenstein? Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Natürlich helfe ich euch. Hier, ich gebe euch eine seltene alchemistische Formel. Ich habe sie Hagelsturm genannt. Hagelsturm klingt auch interessant, ne? Danke, Alter. Nun, wie kommen wir von hier zum Chaosturm? Gar kein Problem. Lufti, hierher. Komm schon, Lufti. War doch alles nur Spaß. Mein Freund Lufti wird uns mitnehmen.
Bring uns zum Chaosturm. Jetzt habe ich irgendwas weggeklickt. Guck mal, da war ich doch schon mal. Da bin ich doch rausgekommen. Du bist aber ein lustiges Hundilein. So, und ich wollte eigentlich, hier gucken, ob es da noch was gibt. Guck mal, habe ich ja nichts verpasst. Da gibt es ja gar nichts. Kann ich denn bei dem jetzt speichern? Das wäre doch schön. Oh ja. Auf Wiedersehen. Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Aber ich denke mal, das wird jetzt auch ein guter Abschluss für die Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ciao!